Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir sind im zweiten Semifinal des EU Craft Cup Number 11 und die Kontrahenten sind der rote Terraner Jimpo, hier oben gespawnt, und unten der blaue Terraner Shark GS Joe, die wir beide schon sehr gut aus dem Craft Cup Number 10 kennengelernt haben und deswegen sind sie auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Wir sehen es ja auch wunderbar, wie beide Spieler hier agieren auf Lost Temple und gefällt mir sehr schön dieses TVT natürlich wieder, ein Mirror Build-Up, und wir haben jetzt bereits ein Terraner im Finale und das heißt, egal wer hier gewinnt, es wird auf jeden Fall auch ein TVT im Finale werden und damit ist es schon das zweite TVT in Folge und ich natürlich hoffe darauf, dass wir ein Rematch haben zwischen Shark GS Joe und Daystar. Daystar hat sich erfolgreich übrigens gegen Ivory durchgesetzt. In einem Best of 3 hat er 2-1 obsiegt. Und ich bin gespannt, ob hier Shark GS Joe sich auch gegen Jimpo durchsetzen kann. Und das wäre natürlich eine gute, gute Sache. Hier, Mirror Build-Up bei beiden Spielern. Supply Depot zuerst down gegangen. Wir spielen hier auf der Karte Lost Temple. Und wir haben hier Cross Positions. Das heißt, lange, lange Rush Distance zwischen beiden Spielern, bis überhaupt der Gegner in Sichtweite kommt. Scouting Action wird sicherlich bald losgehen. Wir haben also hier eine Barrack auf beiden Seiten und eine Refinery. Wie immer Mirror Build-Up für beide Spieler. Was soll ich noch groß dazu sagen? Also das ist auf jeden Fall, wird es hier komplett werden. Ich werde also jetzt das Semifinal casten und ich denke mal morgen dann das Finale. Bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich so viele Videos hochlade, aber es ist auf jeden Fall dafür, damit ich auch nach und nach hier bei den Craft Cups dranbleiben kann. Direkt heute wird der 15. gespielt und ich werde da nicht live dabei sein, aber ich werde mir auf jeden Fall die Replays ziehen und dann bin ich sozusagen wieder mal 3 oder 2 Craft Cups im Verzug und muss nach und nach erstmal jetzt hier aufholen, um überhaupt jetzt mit den einzelnen anderen Nummern nachzukommen. Jetzt hier haben wir den ersten Marine und der ist dabei zu scouten und scoutet erstmal diese Position aus und dann zurück. Jetzt sehen wir hier, dieser Marine blockt erstmal ab und wir haben hier Scouting STV und der wurde gesehen von Shark und sehr, sehr schön, er geht also jetzt hinterher scheinbar, will auf jeden Fall diese STV raussnipen und das gefällt mir sehr, sehr schön, also er, Jimpo geht auf jeden Fall mit seinem STV in die Base und er wird auf jeden Fall diesen STV verlieren, er hat gar keine Chance. Factory jetzt hier auf beiden Seiten natürlich, hier für Shark und dort für Jimpo. Und wir sehen jetzt 2 Marines, die gerade jetzt hier die Choke sichern. Das war's, damit ist der SCV down und Shark hat den SCV von hier oben kommen sehen. Und ich denke, er wird jetzt daraus schließen, dass Shark hier oben oder eben an der Seite ist und gescoutet wurde hier von Jimpo bereits und von Shark bisher nur in die Mitte. Also er hat bisher wirklich nur diesen Kreis erkundet, waren keine anderen Base und ist eigentlich bisher total im Dunkeln. Wir sehen weitere Siege Tanks hier auf dem Weg und jetzt kommen die ersten Aliens raus. Kein Add-on für unsere Factory, aber direkt der 1-1-1 Build auf Seiten von Shark. Jetzt hier Inbase Command Center, um natürlich dann in Ruhe Secure diese aufzubauen und dann hier drüben auch hochzuziehen. Währenddessen taggt unser Shark auf die Stimpaks. Add-on Switch zwischen Factory und dem Starport. Sehr, sehr gut hier. Und das Tank-Labor ist dran. Wir könnten wirklich jetzt Banshees sehen. Ja, es sind Banshees. Dazu die Stimpaks. Also er entscheidet sich direkt für einen aggressiven Push. Möchte nicht hier auf Expansion oder ähnliches gehen und das ist auf jeden Fall ein sehr riskanter, aber auch sehr wirkungsvoller Bild, sollte er da durchkommen. Jetzt kam der Scouting Hellion, hat es also jetzt rausgefunden und weiß, dort ist mein Gegner, dort muss ich hin. Und er hat es aufgrund dessen geschlossen, dass letztens der SCV eben von hier angelaufen kam. Scan jetzt hier in der Main Base von Jimpo und er sieht, okay, scheiße, er hat ein 1-1-1-Build angestrebt und er weiß auf jeden Fall, dass er jetzt mit Banshees zu rechnen hatte. Sofort Engineering Bay auf dem Weg, um natürlich hier die einzelnen
Missile Turrets in der Mineral Line zu errichten. Währenddessen wird gerade sein Command Center fertig und die erste Banshee ist auf dem Weg. Er denkt, kein Cloaking Field erforscht. Also er denkt sich so, okay, ich brauche sie nicht tarnen, jetzt hat er mich gescannt, er weiß sowieso schon davon. Und wir haben auf Seiten von Chark GS Joe sogar einen Raven auf dem Weg. Und das ist sehr, sehr ungewöhnliche Build Order. Jetzt auch das Command Center auch in Base für ihn. Und da kommt die Banshee und ist dabei, jetzt auch in die Base zu gehen. Und das sieht man auch hier. Jetzt ist sie drinne und da steht das Missile Turret und kann auf jeden Fall angreifen. Aber jetzt kann sie in Ruhe harassen. Sehr, sehr gut. Missile Turret greift an und da kommen die Marines von unten ran und er hat noch 44 Leben, nur ein einziger Kill, also bisher war diese Banshee nicht so wirkungsvoll. Jetzt hier der SCV versucht zu scouten, aber die Marodeure machen hier kurzen Prozess. Raven ist fertig und wir sehen Combat Shield auch noch für die Marines auf dem Weg. Jimbo spielt hier sehr, sehr defensiv, hat sich also entschieden, erstmal ganz in Ruhe hier mit Siege Tanks und Marines zu pushen. Hat jetzt ganz in Ruhe erstmal den Eingang gesichert durch diese Siege Tanks, baut jetzt hier ein Missile Turret, um gegen die Viking vorzugehen, wird dann sicherlich seine Command Center rüber switchen, die inzwischen ein Orbital Command ist, sehr schön, und baut jetzt auch das Starport. Also alles ein wenig langsamer bei unserem Freund Jimbo, aber dafür scheinbar effektiver, jetzt Double Rack noch auf dem Weg. Und das gefällt mir sehr gut. Engineering Bay jetzt auch für Shark und ich denke, er wird es eher für Upgrade nutzen als für Missile Turrets, bin mir aber nicht sicher. Medvac wurde gepusht und wir sehen, der Raven ist weiterhin hier vorhanden. Dort war der Raven und ich denke, er hat versucht in die Base einige Missile Turrets zu legen. Ja, hier waren sie. Wir sehen vom Income her noch 26 zu 31 Harvestern. Also er hat auf jeden Fall jetzt hier den Vorteil. 5 Kills für den Raven, das ist schon relativ gut, muss man sagen. Und wir sehen es hier auch, weitere Siege Shanks. Cool. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich bin irgendwie müde. Tut mir leid dafür. Auf jeden Fall, wo war ich genau? Siege Tanks für Shark GS Joe. Und die Expansion ist auch jetzt fertig. Jetzt kommt die Banshee, der Raven von der Seite. Und diese Missile Turret ist unglaublich gut gesetzt. Also er kann auf jeden Fall hier den SCV angreifen und sehr, sehr schön. Also auf jeden Fall, er sollte vielleicht das Range Upgrade noch machen. Da könnte er auf jeden Fall locker noch bis hier angreifen, wenn das reicht. Und sehr, sehr schön gemacht auf jeden Fall. Raven zieht sich zurück. Und wir haben eine kurze Ruhephase in diesem Matchup. Und zwar geht jetzt unser Freund Shark auf die World Expansion. Aber bisher wenig aggressive Moves. Jetzt sehen wir hier von Jimbo 6 Siege Tanks, die dabei sind rauszupushen. Dieser Alien hat kein langes Leben gehabt, wenn man das mal so sagen darf. Also er wurde sofort gespeckt und vernichtet. Missile Turret jetzt dort auch auf dem Weg, um natürlich auch gegen Raven und Banshees gesichert zu sein. Erste Marodeure sind auf dem Spielfeld und wir haben Concussive Shards plus Terran Infantry Weapons Level 1 für Shark, währenddessen Jimbo gerade mal das Stimpack erforscht hat. Also ich würde schon sagen, Tech-Vorteil auf jeden Fall auf der Seite von Shark. Und hier zwei Vikings von Jimbo, also er hat schon den Air-Vorteil jetzt, aber wirklich nutzen kann er ihn eigentlich gerade nicht. Sensor Tower sehr gut positioniert von Shark, um zu sehen, ob hier von der Seite Drops kommen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und zwei weitere Barracks werden errichtet. Währenddessen jammelt sich Jimbo in der Mitte, sehr gutes Deutsch, und versucht natürlich jetzt hier auch die Map Control hierfür zu erhalten. Sicherlich will er auf jeden Fall die Gold Expansion securen. Jetzt kommt also der Push auf diese. Jimbo hat diese bereits genommen, Shark hat diese bereits genommen und ist dabei, diese jetzt zu versorgen. Und das kommt mir in diesem Matchup so vor, als wäre Shark permanent Jimbo ein, zwei Schritte voraus. Jetzt hier die Vikings sind natürlich an der Grenze
und können natürlich nicht weiter reinfliegen. Hier sehr schön positioniert dieser Marine. Guckt euch das kleine Schild an. Oh, wie süß. Und sehr gut gemacht natürlich. Jetzt Gold ist schon frei. Jetzt kann der ganzen Ruhe hier ein SCV rüberschicken, um hier eben eine zu bauen. Jetzt auch Sensor Tower für Jinpo. Kommt mir vor wie so ein Mirror Build-Up. Scheinbar denkt die Jinpo, ach, der hat es gebaut, dann baue ich das auch mal lieber. Der weiß schon, warum das gut ist. Und ja. Jetzt zieht sich langsam Shark CSGO in die Mitte der Karte. Und es könnte zu einem großen Clash zwischen diesen beiden Armeen kommen. Wir haben von der Army-Size her, oh mein Gott. Also Shark hat 30 Punkte mehr auf jeden Fall. Und jetzt kommt der High-Drop hier. Und Jinpo versucht ihn dann einheim zu retten, aber sehr, sehr übel. Scan gibt im View. Die Siege Tanks haben auf jeden Fall ein Problem. Meine Güte, Point Defense Drone. Sehr, sehr schön gemacht. Die Viking kann nicht angreifen. Unglaublich gut hier über der Point Defense Drone gearbeitet. Jetzt kommen wir die Einheiten hoch und er hat keine Chance mehr. Sehr gutes Placement. Also wie gesagt, die Point Defense Drone war ein essentieller Bestandteil gerade. Dieses Push. Und jetzt hier der Bio-Build gegen diese Mech-Build auf jeden Fall sehr, sehr effektiv. Und wir haben vor allen Dingen Einheiten von Shark in der Main-Base. Und jetzt muss er gegenpushen. Point Defense Drone noch weiterhin aktiv. Und Jinpo schreibt hier, GG! Sehr, sehr schön gearbeitet von Shark. Hat man gesehen, wie versiert er doch agieren kann. War unglaublich gut. Und wir sehen uns im nächsten Matchup wieder. Shark geht 1-0 in Führung.